Das Outro hat sich seit damals nicht geändert und das ist die einzige Konstante in meinem Leben. Dieses gottverdammte Outro. Soll ich mal ganz kurz ein bisschen real talken, Leute? Passt mal auf. Ich mach mal kurz ein bisschen Mucki hier im Hintergrund an. So, und dann erzähle ich euch nochmal was, ja? Also, ich bin ganz kurz mal honest mit euch, ja? So. Früher, Leute. Oh, jetzt mal hier ganz kurz hier in die Monte-Position, Alter. Ah, so. Es war früher tatsächlich so. Als wir eingezogen sind ins YouTube, boah, kann ich sogar meine, ich mach jetzt mal meine Füße hier so hoch, Leute, ich mach jetzt mal, so. Früher, als wir ins YouTube-Haus eingezogen sind, Leute, ich schwör's euch, dieser Vermieter hat gesagt, hey, habt ihr eigentlich genug Geld? Und Paul und ich so, ja, safe haben wir genug Geld, natürlich. So, und das Ding ist, wir hatten nicht genug Geld, das heißt, wir sind sogar hingegangen und haben die ersten 2 Monate eigentlich nicht genug Geld für die Miete gehabt, ja? Wir sind ins YouTube-Haus eingezogen, in der Hoffnung, dass es läuft. Es hat geklappt. Aber es hätte es auch privat ruinieren können. Also das muss man einfach mal sagen, Leute. YouTube-Haus war eine ziemlich riskante und belastend dämliche Aktion. Aber es war im Großen und Ganzen doch ganz nice. Ich fand's witzig so damals einfach, wisst ihr so, ich habe mit Paluten Real Talk, niemals zusammen irgendwie großartig Kontakt gehabt, bis wir ins YouTube-Haus eingezogen sind. Die Miete war damals 1300 Euro oder 1200 Euro durch 2 Personen, also 600 halt. Und wir hatten beide kein Geld dafür, ja, wir hatten beide kein Geld dafür, Leute. Und sind dann hingegangen und haben gesagt, okay, dann tun wir es so, als hätten wir die Kohle. Also haben wir die Vermieter quasi ein bisschen angelogen, vielleicht das eine oder andere auch bearbeitet, damit wir die, ist ja auch egal, jedenfalls sind wir dann eingezogen und kannten uns überhaupt nicht, Paluten und ich kannten uns de facto gar nicht so, und das Ding war, dass ich vorher nur mit Paluten ganz kurz ein bisschen auf Skype geschrieben habe. Das heißt, ich bin hingegangen und meinte so, yo, Dude, im YouTube-Haus eine Wohnung frei, Alter, und Paluten direkt nur so. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, ziehen wir halt da ein, Leute. Und wir kannten uns nicht. Ich habe für Palle den Vertrag, glaube ich, sogar mit unterschrieben, meine ich sogar. Und Paluten und ich sind komplettes Gegenteil. Ja, das ist true. Paluten und ich, wie gesagt, wir hatten keinen Kontakt miteinander. Und ich bin auch ehrlich, es gab die ein oder anderen Probleme in der WG. Ich war immer derjenige, der der Meinung war, okay, wir könnten vielleicht hingehen und die Wohnung aufräumen. Paluten war eher so, nee, ich spiele lieber WoW. Dafür war ich der Typ, der nachts Real Talk, also ich hatte wirklich einen Hammer, Leute. Ich habe mir einen verfickten Hammer genommen und wenn ich bei CSGO verloren habe, habe ich meinen Tisch mit einem Hammer zerschlagen. Das ist kein Witz. In meinem gottverdammten Tisch. Ich kann's nicht. Tisch. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Sind Löcher drin, weil ich da einen Hammer draufgeschlagen habe, Leute. So ein Ding war das. Also ganz ehrlich, dieses halbe Jahr, wie ich mit Paluten in der Wohnung gemacht habe, es war nice, aber auch belastend gleichzeitig. Und es war damals tatsächlich eine richtig, richtig nice Geschichte, so da zu wohnen. Aber das Geld war damals, wie gesagt, echt knapp. Und die ersten 2 Monate habe ich, glaube ich, sogar Palle die Miete, weil ich ein paar Rücklagen hatte und er noch gar nicht irgendwie mit überwiesen ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es knapp so. Und das Ding ist halt im YouTube-Haus gewesen, Leute. Der größte Stressfaktor im YouTube-Haus war nicht der, der über dir schreit, sondern tatsächlich Simon Unge. Und ich kann das jetzt so, warte mal ganz kurz. Ich mach das mal ganz kurz hier fertig, kleine Sekunde. Simon Unge, Leute, dieser Typ, ja? Dieser Typ, seines Zeichens wirklich geisteskrank, seines Zeichens komplett geisteskrank, ist dann nachts einfach in die Wohnung eingedrungen. Das sah ungefähr so aus, ja? Mal ganz kurz hier gucken, so. Wo haben wir das Bild jetzt hier? Moment, ich muss mal ganz kurz hier bewegen. Also Simon Unge ist einfach nachts in die Wohnung reingekommen, Leute. Und hat sich halt einfach tatsächlich, so, Sekunde. So, hier haben wir Unge, so. Also stell dir mal vor, Leute. Stell dir mal vor, ihr seid so am Schlafen nachts, ja. Stell dir mal vor, ihr schlaft so. Ihr schlaft so ganz normal so. Und plötzlich kommt dieser Unge einfach in euer Zimmer rein und macht so. Genau so war das, Leute. Der war die ganze Zeit präsent. Der hatte Schlüssel zu unserer gottverdammten Wohnung, der Typ. Der hatte Schlüssel zu unserer Wohnung, Leute. Weil wir hatten nämlich gemeinsam einen,
Wir hatten gemeinsam einen Wäschetrockner mit Simon, ja, Fernsehsender. Und anders, Digga, anders hier. Wir hatten gemeinsam mit Simon einen Wäschetrockner und eine Waschmaschine, weil wir zu broke waren, uns damals selber so ein Ding zu kaufen. Das heißt, die einzige Möglichkeit war halt, dass dieser gottverdammte Psychopath hier, ja, einfach einen Schlüssel für unsere Wohnung bekommt. Und es ist wirklich so, keine Ahnung, 3-4 Uhr nachts und ich denke mir so, okay, ich habe ja damals auch meine Ausbildung gemacht und du schläfst, Leute. Also man pennt dann halt so, man pennt und plötzlich merkt man so, die Tür geht auf. Man merkt so, die Tür geht auf und dann passiert's, Leute, dann passiert's. Und man sieht nur, wie dieser Typ in die Wohnung in deiner Tür steht und dich so anguckt. Und dann zieht er hinter seinem Rücken, und das ist kein Joke, einen verfickten Schraubenzieher und springt auf dein Bett rum, Alter. Und Leute, das war wirklich, das war bevor Simon vegan gewesen. Ich glaube, die Milch sind damals ein bisschen wäschetrockener als Gift, Alter. Die Milch sind damals zu Kopf gestiegen. Das war damals so krank belastend, Alter. Wirklich, das war so krank. Ich habe damals, wie gesagt, meine Ausbildung noch als Immobilienmakler gemacht. Und Simon hat mich wirklich konstant versucht daran zu hindern, dass ich diese Ausbildung bestehe. Ich habe es dann letztendlich noch geschafft. Ja, was soll ich sagen? Also, das war wirklich, Simon Unge in einem Haus zu haben, nie wieder in meinem Leben. Nie wieder in meinem Leben. Wenn ich nach Madeira ziehe, ich ziehe auf die verfickte andere Seite der Insel, Alter. Wirklich, Mann. Also, wie gesagt, er hat Schlüssel zu meiner Wohnung und Simon hat mir letztens sogar noch gestanden, er hat sogar einmal Katie Cake in mein Bett gefickt. Der ekelhafte, Alter. Der ekelhafte, Leute. Und das ist mein Ernst. Stellt euch vor, ihr kommt in dieses scheiß Zimmer rein und ihr denkt so, boah, irgendwie riecht's hier riecht's nach Ficken. Und dann erzählt ihr Simon ungespäter, ich hab Katie gefickt in dein Bett. Und du denkst dir nur so, nice, danke. Ja, was soll ich sagen, Leute? Also wirklich, Simon war komplett geisteskrank damals. Wisst ihr, unter mir waren Tadel und Adi und wie würde Monte sagen, ganze Wohnung hat nach Gras gerochen. Und oben drüber war halt, habe ich hier irgendwie Flecken? Alter, ich habe einen roten Bart. Was ist denn mit mir los, Junge? Ja, über mir war halt tatsächlich Dena. Über mir war halt Dena und rechts neben mir war Simon Unge. So, das heißt, es war die ganze Zeit eine Mischung aus einem ständig hämmernden Beat. Guess! Morgens um 7 Uhr und Simon Unge, der nachts nebenan wirklich konstant rumgeschrien hat. Und ich verstehe nicht, was er da gemacht hat. Ich musste immer um 5 Uhr aufstehen. Ich musste um fucking 5 Uhr aufstehen, um zur Ausbildung zu gehen. Mich irgendwie, und das ist kein Joke, Leute, irgendwo am Hauptbahnhof entlang zwängen, ja? Damit ich nicht bei irgendwelchen Fans in die Arme laufe, weil YouTube House war damals wirklich so, wir hatten halt Leute irgendwie, ey, wir hatten Fans bei uns, die im Flur gecampt haben. Fans, die Fotos mit meinem Auto gemacht haben. Fans, die die ganze Zeit irgendwie im Hinterhof gechillt haben und so weiter und so fort. Und dann war halt noch Simon Unge dabei und dann halt die anderen Bewohner. Das heißt, es war wirklich, wirklich für mich echt ein Wunder. Also es ist ein Wunder, dass ich diese gottverdammte Ausbildung abgeschlossen habe. Ja, Leute, was soll ich sagen? Also, Digga, was soll ich... Also das war einfach nur geisteskrank. Letztendlich, es war eine geile Zeit, keine Frage. Aber dieses YouTube-Haus hat mich wirklich massiv geprägt. Allein dieser Nachbar, wenn ich überlege, Digga, dieser Nachbar, der die ganze Zeit da war. Wir hatten ja unter uns so einen französischen Nachbar, der also mit so einem französischen Akzent immer gesprochen hat. Und wenn er sauer war, dann hat er so geschrien. Welcher Uhrensohn schreit hier rum, hat er halt immer gesagt. Und was soll ich sagen? Der Typ war halt... der Kerl, der immer dann geklopft und geklingelt hat, weil ich bei Castle Rush ausgerastet bin. Und Simon hat natürlich immer versucht, diesen Kerl dann halt zu triggern und so weiter. Palle war immer sehr ruhig, ich war immer der Psycho in der Wohnung, Digga. Also ganz ehrlich, Mann, das war wirklich eine anstrengende und behinderte Zeit, aber trotzdem ganz nice. Das war wirklich eine echt nice Zeit. Und ich habe so viele. Wir können mal komplett einen Story-Stream machen, Leute. Dann schreibe ich mal alle Stories runter. Habt ihr mal Bock darauf, lieber Chat? Dann mache ich mal einen kurzen Story-Stream. Dann schreibe ich mir ein paar Stories vom YouTube-Haus runter und erzähle die mal hier on-stream, Leute. Weil es gibt so viele gestörte Geschichten. Also wirklich komplett gestörte Geschichten, ja? Es gibt von Valuten diesen Eierprank und so weiter und so fort. Das sind ja alles noch Harmlosigkeiten. Ihr wollt wirklich nicht wissen, was diese Anfangszeit mit uns gemacht hat, Leute. Das war wirklich... Das war Next Level krank, Leute. Also, so viel auf jeden Fall
zu meinem Video hier aus dem YouTube-Haus. Ey. Das ist krank. Ich bin immer noch überrascht, Leute, dass ich immer noch lebe, einfach wirklich. Dass ich einfach noch lebe.